Gut, die EM 2010 ist natürlich für uns ein Riesending. Wir hatten noch nie eine EM-Teilnahme mit Österreich und jetzt noch im eigenen Land ist natürlich das Größte für uns, speziell für mich auch. Dem ich jetzt schon so lange Nationalmannschaft spiele, ist das natürlich das Highlight der internationalen Karriere. Und ich freue mich halt unglaublich drauf, da die Vorrunde auch in meiner Heimatstadt stattfindet. Und ja, für das Land Österreich bedeutet es natürlich, dass Handball vielleicht einen neuen Stellenwert kriegt. Es wird viel versucht, die Leute zu begeistern und man merkt, die Stimmung wird immer besser. Und ja, ich freue mich halt riesig auf die Europameisterschaft. Die Vorrunde ist natürlich ein harter Brocken, der auf uns zukommt mit Serbien, Dänemark und Island. Aber unser Ziel ist natürlich, die Hauptrunde zu erreichen und also ein Spiel zu gewinnen und die Hauptrunde zu erreichen. Und ja, für das werden wir alles tun. Und ich glaube, dass wir das schaffen können. Wir haben ganz gute Mannschaft beieinander und wollen natürlich den Heimvorteil nutzen, so gut wie es geht. Und wie gesagt, die Hauptrunde ist das große Ziel. Ja gut, die Vorrunde findet in Linz statt. In Linz beginnt es. Ist auch meine Heimatstadt. Meine Eltern werden kommen, viele Freunde werden kommen. Ist natürlich noch ein zusätzlicher Anreiz für mich. Ich freue mich riesig, dass wir in Linz spielen. Und ja, wir haben beim Vorbereitungsturnier schon gesehen, dass sehr gute Stimmung herrscht in der Halle. Ich glaube, wenn dann die Halle richtig voll ist bei der EM, haben wir sicher 5000 Leute, die uns super unterstützen werden und uns unserem Ziel der Hauptgruppe näher bringen, Hauptrunde näher bringen. Und ja, ich freue mich drauf. Also erster Gegner Dänemark, amtierender Europameister, Titelverteidiger, sicher der stärkste Gegner in unserer Gruppe. Und, aber nichtsdestotrotz werden wir versuchen, auch da schon unsere Chance zu suchen und wenn uns die Chance geboten wird, auch natürlich die Punkte mitzunehmen, weil für uns sind das drei Endspiele in der Gruppe und wir werden kein Spiel weglassen und sagen, wir schonen irgendwelche Leute, sondern wir wollen alle drei Spiele sehen wir als Endspiele und wollen die natürlich auch wenn möglich gewinnen. Dänemark ist natürlich eine überragende Mannschaft, überragende Einzelkönner, sind sehr lange schon eingespielt, sehr gute Truppe und sicher wieder ein Anwärter auf den Europameistertitel.